Wie wird eine Staubprobe genommen, die auf Asbest analysiert werden soll? Wir, das Team der CHB Analyse GmbH, möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf verweisen, dass asbesthaltiges Material nur von geschultem Fachpersonal mit gültigem Asbestschein bearbeitet und entfernt werden darf. Natürlich unter Berücksichtigung der Vorschriften der THGS 519 sowie 521. Wir empfehlen die Unterstützung durch Fachpersonal auch bei der Probennahme. Die folgenden Szenen sind kein Aufruf, selbst tätig zu werden, sondern sollen vor allem über den korrekten Ablauf einer Probennahme aufklären. Asbest ist ein Gefahrstoff. Bei der Probennahme ist darauf zu achten, dass nicht unnötig Staub entsteht. Sägen, Bohren und Schleifen ist in jedem Fall zu vermeiden. Gegebenenfalls muss die Stelle mit Wasser angefeuchtet werden, um Fasern zu binden, und eventuell anfallender Staub sollte mit einem nassen Papiertuch aufgenommen werden. Benötigte Materialien für eine Staubprobennahme sind FFP2-Maske, Handschuhe, Schere, Klebeband und luftdichtes Verpackungsmaterial in Form eines Zipbeutels. Es können handelsübliches Klebeband, aber bitte kein Gewebeband, oder Kohlenstoffpads, auch bekannt als Lighttabs, verwendet werden. Der Klebestreifen muss auf die zu prüfende Stelle aufgedrückt werden, sodass Material am Streifen haftet. Anschließend wird der Klebestreifen zusammengefaltet und sorgfältig und luftdicht in einem Zipbeutel verpackt. Für eine schnelle und fehlerfreie Bearbeitung muss die Probe deutlich gekennzeichnet sein. Die Beschriftung der Probe muss identisch sein mit der hinterlegten Auswahl im Bestellvorgang. Die Probe kann nun in einen Luftpolsterumschlag verpackt und frankiert an unser Labor geschickt werden. Wie sich die Probennahme für eine halbquantitative Untersuchung nach VDI 3877 und einer qualitativen Untersuchung VDI 3866 unterscheiden, können Sie im Detail auf unserer Homepage nachlesen: www.crb-gmbh.com.